Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier im schönen Wallonien. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, inzwischen hat unsere Volksrepublik auch eine eigene Hymne. Die habe ich erstmal in einem gesonderten YouTube-Video dieser Playlist veröffentlicht. Aber ich denke, zukünftig soll jede Staffel, also die erste Folge jeder Staffel, damit eingeleitet werden, damit wir uns hier schön einstimmen können. Es gibt auch noch Neues, was das Spiel selbst betrifft. Es gab wieder einen Patch, der eine gar nicht so unwesentliche Sache eingeführt hat, nämlich neue Bauernhöfe, 3 Stück, 3 verschiedene Größen. Das werden wir uns nachher noch genauer anschauen. Das wird uns, ich glaube, in dieser Staffel ausführlicher beschäftigen, weil wir nutzen die Gelegenheit und werden die bisherigen Bauernhöfe ersetzen. Vorweg aber Dinge, auf die ihr mich hingewiesen habt, Kleinigkeiten und 1, 2 größere Sachen. Eine Sache, die ich jetzt ohne euch schon mal gemacht habe, auf die ihr mich auch nicht hingewiesen habt, weil ihr es vermutlich gar nicht sehen konntet. Und zwar, wir haben ja hier unseren neuen Gleisbauabschnitt hier rüber. Und das läuft auch schon ganz gut. Also die sind hier fleißig am Arbeiten, aber es gab noch keine Signale. Das hat dazu geführt, dass es hier einen massiven Stau an Zügen gab. Das habe ich jetzt behoben, indem ich die Signale platziert habe. Jetzt sollte das eigentlich so laufen. Theoretisch sogar so, dass auf beiden Seiten gleichzeitig gebaut werden kann. Die kommen ziemlich gut und schnell voran. So, dann, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber ich will das jetzt endlich mal machen, weil der Hinweis kam schon öfter. In Stralsund hatte ich irgendwie vergessen, dass wir hier schon ein Depot geplant hatten. Deswegen hatte ich hier Neues gebaut oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, eins von diesen benötigen wir nicht und vielleicht werden wir ja mit den Verteilzentren hier noch weitermachen. Deswegen werde ich tatsächlich hier mal den Abriss durchführen und dementsprechend auch den Abriss der dazugehörigen Straße. So, da haben wir erstmal wieder klare Verhältnisse und dann habt ihr mich auf den Zoo in Neueswerda hingewiesen, der nicht richtig angeschlossen ist. Das hing damit zusammen, dass wir diese Straße oder dass ich diese Straße nochmal gesetzt hatte und dann natürlich diesen Neuanschluss vergessen habe. Das ist ein Ersatzbau, das werden wir mit Rubel sofort bauen. So, und jetzt können die Leute auch wieder in den Zoo gehen. Dann habt ihr mit euren Adleraugen auch was entdeckt, nämlich noch was entdeckt, nämlich das hier. Und das ist tatsächlich ein interessantes Problem, das mir vorher noch gar nicht so bewusst war. Und zwar kommen hier ganz viele LKWs und wollen Asphalt abholen. Sie können das aber nicht, weil Kies hier nicht drin ist. Nun ist halt jetzt eine komische Situation. Hier wird zwar ständig Kies produziert, also wirklich, na gut, mit 2 Mitarbeitern im Moment auch nicht so dolle, aber das ist nicht das Thema eigentlich. Das Blöde ist, dass dieses Lager offensichtlich eine andere Priorisierung hat. Das heißt, der Kies läuft erstmal hier ins Betonwerk, bis das voll ist. Und dann hat offenbar dieses Lager hier die nächste Priorität. Und erst dann wird die Asphaltanlage bedient. Und das ist ziemlich doof. Das heißt, da kommt immer nur ab und an was an. Das ist lange Zeit nicht aufgefallen, weil der interne Kiesspeicher relativ groß ist. Wobei das, naja, hier ist er gar nicht so groß, 30 Tonnen. Wie auch immer, das ist länger nicht aufgefallen. Ja genau, als alles voll war, müsste eigentlich das auch vollgelaufen sein. Und dann ist es kein Problem. Aber jetzt, wo viel abzuholen ist, scheint es ein Problem zu sein. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie man das lösen kann. Und ich glaube, das Beste ist, und das müsste eigentlich klappen, man baut so einen Turm einfach hin, diese Fördermaschine. Die kriegt dann von dem Kieswerk einfach nur ein Förderband und verteilt es vorne an 3. Was ist der Vorteil daran? Dann dürfte es eigentlich die Möglichkeit geben, über Priorisierung zu arbeiten, was jetzt nicht geht, weil es ja, weil man hier nicht priorisieren kann in der Kiesverarbeitung. Also das ist zumindest meine Arbeitsthese. Das bedeutet aber, dass wir hier leider einiges abreißen müssen, in der Hoffnung, dass es dann am Ende klappen wird. So, die Frage ist, was müssen wir alles abreißen? Also das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wobei, das haben wir gebaut wegen der Feuerwehrzufahrt. Aber das ist am Ende auch gar nicht mehr so dringend, weil wir jetzt Helikopter haben für solche Einzelfälle. Pass mal auf, wir machen das mal. Also wir versuchen das mal. Wir reißen jetzt das Ding ab. Dann müssen wir auch ein bisschen was hier kaputt machen. Ich glaube, das muss weg. Und das muss weg. Das muss auch weg.
Und da müssen wir sehen, ob wir vielleicht da direkt reinkommen. Ebenso muss das weg. So, und dann gucken wir mal, wie das geht. Die Straße ziehen wir auch noch gleich weg. Die wird uns sonst auch behindern. Okay, und dann probieren wir unser Glück. Also, ja, wir müssen von hinten... Ja, das funktioniert. So funktioniert es. Wir kommen natürlich nicht mit der Feuerwehrzufahrt dahin, aber jetzt vertraue ich einfach mal auf die Feuerwehrhubschrauber. Warum haben wir sie? Kann man doch einfach auch mal einplanen, dass die im Falle eines Feuers dann hier hinfliegen. Hm. Sieht zwar nicht sehr schön aus, aber es sollte funktionabel sein. Testen wir es mal aus. Ich meine, man könnte das da unten auch noch umbauen, damit es schöner aussieht. Wollen wir das noch machen? Das könnte man dann weiter hier platzieren. Ja, das kommt. Machen wir das auch noch. Und dann müssen wir den allerdings auch noch abreißen. Dann warten wir mal, bis das weg ist. So. Und dann setzen wir zwei von denen gewissermaßen. Aber den erstmal ohne alles. Kannst du mal weggehen da unten? Dass das immer so lange dauert. Achso, das dauert deshalb so lange, weil ich pausiert habe. Ja, jetzt ist er weg. Okay. So, den setzen wir erstmal dahin. Geht nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Okay, ehrlich gesagt... Ah, doch, hier ist gelb geht's. Okay, in diese Richtung geht's nicht. Ja, so viel schöner wird es auch nicht, aber ein bisschen. Gut, den platzieren wir jetzt erstmal da. Und dann wollten wir einen dahin packen, der jetzt alles drei irgendwie miteinander verbindet. Vier sind es sogar, vier Elemente, die hier eine Rolle spielen. Ja... Ganz glücklich bin ich auch nicht damit, aber am Ende geht es darum, ob es funktioniert. Und das werden wir jetzt erstmal sehen. Wenn ich das noch verbinde, so, das wird alles mit Rubeln gebaut, weil es Ersatzbau ist. Und ja, schaut mal. Ich habe das Gefühl, es wird gleichzeitig verteilt. Und warte mal, warum? Ne, ich muss jetzt hier die Priorität einstellen. Genau. Jetzt ist die Frage, ach, schaut mal, hier ist schon was verändert worden. Was ist jetzt Output 1? Ach, sieht man. Ah, okay. Output 1 hat bitte hohe Priorität. Output... Ach nee, das ist Output 2. Output 2 hat hohe Priorität. Okay, das war ein Irrtum. Output 1 hat niedrige und Output 3 hat mittlere. Das passt ganz gut. So, das heißt, das müsste jetzt maximal beliefert werden. Und was über ist, kommt dann dorthin. Ja, da hier ein großes Lager dran hängt, ist es kein Problem, wenn das später beliefert wird. Und hier haben wir auch noch ein relativ großes internes Lager. Ja, ich denke, das ist die Lösung dieses Problems. Sehr schön. Dann sollte das hier weiter vorangehen. Ja, wir haben ja hier festgestellt, dass unser eigentliches Problem in Neueswerda gar nicht die fehlende medizinische Versorgung ist. Deswegen haben wir das Krankenhaus auch erstmal wieder pausiert, sondern dass ganz dringend jetzt diese Einkaufszentren gebaut werden müssen. Da ist das große Problem. Was inzwischen fertig geworden ist, wie man sieht, ist dieses neue, wunderbare Theater, in dem sich auch schon einige Mitarbeiter befinden, aber noch keine Besucher. Aber die kommen hoffentlich langsam, ja, vereinzelt. Das muss ich erstmal rumsprechen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema vermutlich dieser Folge, nämlich die neuen LPG-Gebäude. So, dazu muss ich ein bisschen was sagen, denn diese Gebäude sind, es gibt, ich zeige es euch erstmal, es gibt jetzt dieses Gebäude in drei Ausführungen, klein, mittel, groß. Der entscheidende Unterschied ist, wie viele Parkplätze es für Fahrzeuge gibt. Bisher war es so, in dem Gebäude passen nur 12 rein, in dem größten passen 30 rein. Und das Schöne ist, man sieht sie auch alle und sie können auch gleichzeitig dort rein und rausfahren. Also das ist schon eine große Verbesserung. Jetzt könnte man ja denken, okay, das ist ja wunderbar, jetzt integrieren wir die Verteilzentren, die wir jetzt hier ja haben, mit den LKWs und nehmen das alles mit rein, weil die Garagen
Das passt jetzt. Das Problem dabei ist folgendes. Ich zeige euch das mal. Nein, das ist falsch. Wenn wir jetzt so ein großes Ding bauen mit 30, dann seht ihr, dann gibt es zwar diverse Industrieverbindungen, aber, und daran kann man jetzt auch diverse Silos anbauen, aber wir müssen ja von den Silos aus diese Pflanzen in die Fabriken bekommen. Und dafür brauchen wir definitiv eine Straßenladungsstation, damit wir über Verteilzentrum diese Straßenladungsstation ansteuern können. Und nicht einzelne Silos. 5 einzelne Silos, die gefüllt sind, nützen mir gar nichts. Und das ist jetzt halt so angelegt, dass ich nicht irgendwie sinnvoll 4 Silos da direkt anbinden kann und diese wiederum mit einer Straßenstation anschließen kann. Das funktioniert nicht. Also, so passt es. So kann man 4 Silos wunderbar an eine Straßenstation anschließen. Aber so wie das dort an diesem Gebäude organisiert ist, passt es nicht. Das heißt, wir können zwar diese großen Gebäude nehmen, und das werde ich auch tun, weil das bedeutet, man kann auch größere Felder wieder bewirtschaften, aber wir werden die Verteilzentren nicht einsparen können. Das als Grundsatzbemerkung. Jetzt werden wir mal LPG für LPG durchgehen und gucken, wie wir das jetzt verändern. Wir haben hier dieses Hauptgebäude und ich denke, dass ich das hier komplett abreißen werde und auch nicht an der Stelle bauen werde, sondern ich werde, glaube ich, diese beiden Felder wegnehmen und es hier reinbauen und vielleicht hier hinten noch ein Feld reinquetschen, wenn es passt. Das liegt dann mitten in den Feldern, direkt an der Straße, gefällt mir besser und wir kriegen hier wieder ein bisschen Platz frei für möglicherweise noch städtisches Baugebiet. Das ist ja stadtnah, das ist relevanter, das braucht nicht stadtnah sein. So, insofern müssen wir das jetzt leider erstmal abreißen. Ist auch interessanterweise gar keine Farm zugeordnet. Wie kommt das? Das war zugeordnet, okay. Das ist also auch noch eine Sache, die wir hier und da überprüfen müssen. So, das reißen wir dann jetzt mal ab. Und wie gesagt, wir gucken dann mal. Diese ganze Straße nehme ich komplett weg. So, das ist das eine. Das Gebäude selbst, das werden wir auch abreißen. Ja, ersatzlos abreißen. Okay, wir werden die Fahrzeuge verkaufen. Kaufen wir dann entsprechend neue. Bisher waren es 12, das heißt, wir haben 6 gebraucht. Ich denke nicht, dass ich 30 komplett jetzt kaufen werde. Aber vielleicht etwas mehr. So, und straßentechnisch nehmen wir das dann zurück. Bis da. Und das muss dann eigentlich auch neu gemacht werden, weil es so hässlich aussieht. Können wir aber vermutlich nicht, weil der Bus da gerade ist. Okay, dann kümmern wir uns erstmal darum. Das Ganze ist natürlich ein Ersatzbau, logischerweise. Deswegen finanzieren wir auch das mit Rubel. Wir nehmen die große Farm, wie gesagt, weil es natürlich sein kann, dass wir jetzt noch auf deutlich mehr Felder expandieren können. Ja, und wir lassen auch mal links und rechts großzügig Platz. Das finde ich in Ordnung. Strom haben wir. Dann wird jetzt hier ein bisschen planiert und das Ganze gebaut mit Rubel. So, und dann sehen wir auch gleich mal, wie das Ganze aussieht. Am coolsten wäre es natürlich, wenn dieses Landwirtschaftsgebäude gleich ein Verteilungszentrum intern mit dabei hätte. Das wäre das Beste, weil dann könnte es sich aus den angeschlossenen Silos direkt bedienen. Man könnte das dann weiter verteilen, zum Beispiel eben an die weiterverarbeitenden Fabriken. Aber das ist nicht der Fall, also müssen wir damit leben. Ist auch kein Problem. So, trotz Sofortbau dauert es ein Weilchen, ehe das Ganze fertig ist. In der Zwischenzeit hätte ich hier hinten eigentlich noch ein kleines oder mittleres Feld anlegen können. Ja, schaut mal, das passt sogar ziemlich exakt. Rechts sieht es irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn wir es so platzieren. Ja, machen wir es mal so. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Wobei mit der Straße, da gefällt mir es auch nicht. Aber geht nicht anders. Ich platziere es so. Okay. Und das muss natürlich jetzt auch noch an eine Kiesstraße angeschlossen werden. Auch das ist ein Ersatzbau. Und hier können wir direkt, glaube ich, einfach durchgehen. Warte mal. Wobei, ein bisschen aufpassen, sonst sind wir da zu nah dran. Ah, wäre aber schon sinnvoll, wenn man so direkt durchgeht. Ich glaube, das passt auch. Ja. Okay, das ist jetzt fertig gebaut. So sieht es aus. Hier so ein paar
Bürogebäude, da die großen Garagen. So, und jetzt machen wir, was müssen wir noch einstellen? Arbeiter wollen wir eh nicht. Wir müssen Auto-Search einstellen. Mal gucken, ob er das alles... Na, müssen wir prüfen, ob er wirklich alles gefunden hat. Und wir werden hier die Fahrzeuge dann entsprechend kaufen. Ich werde jetzt mal 7 kaufen, jeweils. 5, 6, 7. Also jeweils ein mehr. So, keine geschlossenen LKWs, die brauchen wir aber auch nicht. Die haben wir anderswo. Und jetzt geht es hier nämlich schon los. Ihr seht es, da stehen sie in Reihe und Glied und... fahren hier teilweise sogar gleichzeitig los. Und wo fahren die jetzt hin? Gibt es jetzt... sind alle angeschlossen? Da hinten ist was nicht angeschlossen, oder? Wir gucken mal, ob wir das manuell machen können. Ja, es geht tatsächlich. Das müssen wir noch anschließen. Das hat er, das sah man bloß nicht. Okay, damit dürfte alles angeschlossen sein. Was wir... jetzt aber noch machen müssen, wir müssen das Verteilungszentrum Flüssigkeiten noch beauftragen, dass sie hier was hinbringen. Genau. So, 30%, perfekt. Okay, Nummer 1 erledigt. Und die machen sich auch dort direkt an die Arbeit. Wo fährt der denn eigentlich hin? Aha, da war ein Feld auch noch nicht berücksichtigt bisher. Na, ob das noch was wird? So, jetzt dieses hier. Ja, Und hier, wie gesagt, wir brauchen dieses Verteilzentrum. Aus dem Grunde, wir brauchen aber auch mehr Platz. Aus dem Grunde werde ich diese Straße hier verlegen. Wir werden das dann hier rechts rüber bauen. Also so, hier an dieser Straße lang. Und die führen wir vielleicht so in der Mitte durch. Das passt ganz gut. Okay, also auch hier, das Ganze wird komplett verkauft und dann abgerissen. Auch hier werden wir erstmal wieder die Straßen kaputt machen. Ja, wenn ich das hier vorbeiführen will, dann sollte ich von da oben direkt runtergehen. Okay. So, jetzt ist die Frage, eigentlich können wir schon mal einen direkten Ersatzbau hier machen, weil das muss natürlich auch so sein. Und jetzt ist die Frage, müssen wir hier planieren? Ich glaube, nö, das passiert ja automatisch beim Bau. So, auch hier nehme ich das größte Gebäude und auch dies ist ein Ersatzbau. Und wie gesagt, ich wollte ein bisschen Platz lassen, dass da noch eine Straße zwischenpasst. Ja, dann machen wir platt. 170.000 kostet uns das. Und dann gucken wir mal, dass hier auch einigermaßen gut geht, was ich mir hier überlegt habe. Die Kiesstraße wird jetzt hier mit einem schöneren Bogen rumgezogen. Und ja, ja, hier wird es zu steil möglicherweise. Das habe ich schon geahnt. Zu groß der Anstieg. Können wir aber schrittchenweise, glaube ich, was machen. Ich glaube, das kann man verantworten. Und dann geht das hier ran. Okay, also der Ersatzbau wäre geleistet. So, von hier ist es minimal weiter zu den Feldern. Aber dadurch, dass das jetzt so ein riesiges Ding ist, könnten wir uns überlegen, hier dann auch noch weitere Felder vielleicht... in weiterer Entfernung oder so anzuschließen. Also das gibt einem schon nochmal eine ganz neue Option hier, würde ich sagen. So, aha, verdammt, ohne Stromversorgung. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Das ist ungünstig. Ob er jetzt Auto-Search ohne Strom, kriegt er das hin? Der hat im Moment keine Felder gefunden. Könnte sein, dass es am Strom liegt. Okay, wartet mal, wir haben hier was, ne? So, jetzt gucken wir mal. 145. Die Frage ist, wenn wir das ein bisschen weiter setzen, kann dann das noch berücksichtigt werden und das. Ich glaube, das geht. Gut, probieren wir es aus. Irgendwo hatte ich das hier. Hier hatten wir es. Das Umspannwerk. Ja, schaut mal, es geht problemlos. Dann platzieren wir das gleich mal. Ah ja, so problemlos doch nicht.
Die Feuerwehrzufahrt macht Probleme. Wenn ich sie hinpacke, ist das nicht mehr mit dran. Spannenderweise. Dann müssen wir die Zufahrt einfach anders machen. Ist ja auch kein Problem. Ach, schaut mal, so geht's auch. Gut, dann wird das hier platziert. Dann wird das hier abgerissen. Dann warten wir, beziehungsweise breche nochmal die letzte Leitung hier ab und packen die daran. So, jetzt müsste aber Strom da sein. Ja, hervorragend. So, das heißt, wir können jetzt erstmal wieder kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und wie sieht es jetzt aus mit den Feldern? Jetzt hat er sie, glaube ich, gefunden, so wie es aussieht. Ja, hervorragend. Okay. Dann ist das Letzte, dass wir hier noch Treibstoff liefern müssen. Hier unten sind wir, ne? Genau. So, das war Nummer 2. Wir gehen jetzt nach Uelsnitz. Da haben wir auch 2 Bauernhöfe, um die wir uns kümmern müssen. Und hier ist es ein bisschen komplizierter, weil wir hier auch noch möglicherweise Verteilungszentren berücksichtigen müssen. Also den hier, den will ich ersetzen. Ja, der beliefert direkt den. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig, weil wir den hauptsächlich über Verteilungszentren von denen aus hier beliefern. Beziehungsweise, ich glaube, hier über diese Verbindung läuft gar nichts dahin, weil wir ja gar keine LKWs dort haben. Insofern könnte man das Ding auch ein bisschen versetzen, falls es platzmäßig daran scheitern sollte. Den brauchen wir nicht, der ist Altlast, der kann sowieso schon mal weg. Und dann reißen wir das Ding auch mit ab. Wir kaufen erstmal alle Fahrzeuge und weg damit. So, und dann müssen wir gucken, das könnte jetzt ein bisschen kniffliger werden. Das brechen wir erstmal ab, das brauchen wir nicht. Dann haben wir die Straßen. Die Reste. So, und jetzt, das müsste doch eigentlich passen, ne? An diesem Fleck. Gucken wir mal, hoffen wir mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das Ding ist aber auch riesig. Die Frage ist, brauchen wir es überhaupt so groß? Eigentlich, für die Felder würde vermutlich auch ein mittleres reichen. Das hat so wie das andere 12. Das würde da... das würde... also komm, das muss doch da... ja gut, das würde hinpassen, wenn wir die Straße da wegnehmen. Oder wenn wir es irgendwie komplett anders gestalten. Ja, so würde es zum Beispiel passen. Aber es sieht auch irgendwie komisch aus, es so zu platzieren. Sinnvoller wäre es eigentlich, hier hinzubringen. Oder vielleicht sogar so. Dass sie direkt in Richtung der Felder rausfahren könnten. Dann müssten wir unten die Straßen nochmal ersetzen. Diese Verbindung ist, wie gesagt, irrelevant. Ah, schaut mal, hier geht es. Das ist interessant. Ich glaube, das platziere ich hier. Ja, das platziere ich jetzt hier. Dann nehmen wir nur ein kleines. Ist auch nicht so schlimm. Wir können auch an der anderen Stelle ein großes noch bauen. So, das kommt dahin. Und dann müssen wir halt nur mit einer Straße noch von hier runter da rein. Ich hoffe, ja, ganz knapp. Ganz knapp. Oder? Geht es nicht. So scheint es zu gehen. Naja, es geht. Okay, gut, prima. Soweit dazu. Da müssen wir natürlich jetzt bestimmen. Das machen wir vielleicht sogar manuell. Weil das ja noch in Konflikt steht mit diesem hier. Das müssen wir uns gleich noch überlegen. Na, ich lasse das erstmal zu Ende bauen. Und die Fahrzeuge kaufen. Im Moment noch keine Felder zugeordnet. So, also hier erstmal wieder 6. Das alte Schema. 6, 6. So, Autosearch. Hat er nichts gefunden? Ich weise mal zu. Das ist halt jetzt hier so ein bisschen durcheinander, ne? Das nervt mich, ehrlich gesagt. Pass mal auf, wir machen mal folgendermaßen. Wir machen kein Autosearch. Und wir bauen hier noch das nächste hin. Und dann werden wir das manuell zuweisen.
Ja. So, und jetzt ist aber die Frage mit dem das nächste hinbauen, das ist eigentlich gar nicht so einfach, weil wir uns hier so ein bisschen zugebaut haben mit Verteilzentren, die durchaus allerdings notwendig waren. Jetzt muss ich sagen, ich bin ein bisschen zu faul, jetzt noch ein Verteilzentrum oder so wieder wegzureißen und neu einzurichten. Insofern stelle ich mir die Frage, ob wir nicht auf dieses Feld hier verzichten können. Hier den zweiten Bauernhof hinbauen. Der hat einen Ausgang dann... Ja, die Pumpe könnte da ein bisschen problematisch sein. Müssen wir mal gucken, wo es da hinführt dann. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Nehmen wir das Feld hier weg. Das andere müssen wir natürlich dann auch noch wegreißen, aber ich will erstmal sicher gehen, dass das hier auch passt. Gucken wir uns das an. Also, großer Hof. Ja, das passt und es passt auch von der Straße her. Hier haben wir Gott sei Dank genug Raum. Hervorragend. Ja. Passt aber nur so gedreht. Leichter gedreht geht es nicht mehr. Ja, dann nehmen wir das so. Wird noch ordentlich angehoben an der einen Seite und dann geht der Bau los. So, dann werden wir das jetzt ebenso handhaben, die Fahrzeuge verkaufen und das Ganze abreißen. So, das heißt, auch hier müssen wir noch die restlichen Straßen wegnehmen. Das ist aber nur die eine. Und hier müssen wir eine neue bauen. Und hier war der Plan, eigentlich hier direkt ranzugehen. Das geht auch problemlos. Okay, so. Das heißt, hier werde ich jetzt auch Auto-Search ausschalten. Und hier könnten wir direkt ein bisschen mehr kaufen, weil das ja auch das größere Gebäude ist. Und dann teilen wir dem ein bisschen mehr Felder zu. Wird jetzt alles neu verteilt. Eigentlich ganz gut. Mal so ein Tabula Rasa zu machen. Na los. Auf geht's. So, gleich mal hier Auto-Search ausmachen. Und erstmal kaufen. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt mal 8 jeweils. Und dann machen wir mal die Zuweisung manuell. So, ihr kümmert euch um diese 4. So, dann haben wir... Warum kann ich das nicht zuweisen? Ist das... Ne, kann ich doch. So, das sind 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann haben die 9 große, die haben 6 große. Dann haben wir noch diese beiden kleinen. Ah, das macht das andere, würde ich sagen. Ja, das passt. Okay, also machen wir hier auch nochmal die Zuweisung. Warum ich das schon wieder nicht zuweisen kann, weiß ich nicht. Was ist hier los? Irgendwo eine Ecke, wo es geht. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, war vielleicht nur ein Anzeigeproblem. Nee. Auswählen kann ich's. Wir haben aber... Schaut mal, dieses Feld ist keiner Farm zugeordnet. Da gibt's Problemchen. Gucken wir... warte mal. Ich probiere es nochmal. Ich probiere es mal mit der anderen. Nee, geht irgendwie nicht. Das ist richtig doof. Vielleicht muss ich dann doch Auto-Search hier nochmal anmachen. Vielleicht wird es auf diese Art und Weise irgendwie gefunden. Es sieht so aus, als ob es gerade gefunden wurde. Ja, tatsächlich. Na gut, dann haben wir Trick 17 angewandt. Jetzt könnte ich ja Auto-Search wieder ausschalten. Ja, bleibt zugeordnet. Hervorragend. So, was jetzt hier noch fehlt, ist die Zuweisung des Treibstoffes. Und das könnte ein Problem werden, weil ich glaube, der ist fast ausgelastet. Schaut mal, 19 von 20. Wir werden hier das neu verbinden. Aber wir brauchen eigentlich hier nochmal so ein Ding zur Treibstoffverteilung. Und ich habe hier 2 Verteilzentren, die keine Funktion haben. Und ich glaube, die nutze ich dafür. VZ Flüssigkeiten Ölsnitz 1. Ne, wir nennen das VZ Flüssigkeiten 1 Ölsnitz. Und das wird
VZ-Flüssigkeiten. Ölsnitz 2. Quatsch. 2 Ölsnitz. So. Dann kaufen wir Fahrzeuge. Nämlich Öltank. Ja, wir haben 3 schöne hier zur Auswahl. 11, 12. Also 12 ist jetzt, glaube ich, hier. 60, 72, 95. Okay, pass auf. Das nehmen wir raus. Das ist ja super mit 95. Den wollen wir haben. So, jetzt müssen wir aber aufpassen. Quellgebäude. Ist das das Quellgebäude? Ich glaube ja, ne? Oder wo holt ihr das her? Ihr holt das her... Ach nee. Warte mal, wir haben ja ein neues. Oder? Das ist das Quellgebäude. Okay, alles klar. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Das hat mit Sicherheit seinen guten Grund, warum das so ist. So... Über 0% Treibstoff, genau. Und jetzt entladen hier auf das kleine. Über 30% passt. Ach, und das selbst kann ja auch noch zum Ziel werden. Das ist ja interessant. Ja, aber können wir wahrscheinlich nicht selber beliefern. Aber wir können das hier zum Ziel nehmen, oder? Nee, geht nicht. Gut, so, damit müssen wir aber jetzt losfahren. Ich glaube, ein Fahrzeug ist losgefahren. Warum haben wir jetzt schon 2 Sachen zugewiesen? Ach so, ja klar. Die Quelle. Logisch. Gut, hier sind noch andere Ölsnitz. Da werden wir bei Zeiten darauf zurückkommen. So, der letzte Bauernhof steht uns bevor. Und das ist dieser hier. Und das ist ein bisschen komplizierter. Warum haben wir das so gemacht? Warte mal. Der... wird von einem kleinen Vertriebsbüro angesteuert, von dem dort. Okay. Beladen von den Feldern und entladen in diese 3 Speicher. Okay, alles klar. Aber das heißt doch eigentlich, er müsste sie gleich voll machen, oder? Ja, passiert auch. Beziehungsweise er fährt das immer hin und her. Ah ja, ja, er gleicht das aus. Ich verstehe. Und hier haben wir tatsächlich noch einen Einkauf von Pflanzen. Das ist natürlich auch ungünstig. Das wollen wir alles zukünftig anders organisieren. Okay, die fahren immer nur hin und her. Ja, das ist das Problem, weil wir die nicht miteinander verknüpft haben. Aber okay, wenn die Ernte reinkommt, dann ist das auch nicht mehr so ein großes Problem. Und da... das hier immer über dem Minimumwert ist, werden die das nicht beliefern. Okay. Ja gut, dann bleiben wir mal bei den Systemen. Werden das abreißen und das Neue mit da einbinden. Müssen wir vermutlich mit den Wegen hier das noch ein bisschen anders machen. Also auch hier alle Fahrzeuge verkaufen. Das Ding abreißen. Hier die Fabrikverbindung abreißen. Und Straßen abreißen. Ja, hier werden wir einiges neu designen müssen, sehe ich gerade. Das kann natürlich auch nicht so bleiben. Und das kann auch nicht so bleiben. Dann nehme ich das mal komplett weg. Und wir gucken mal, wie wir das neu mit anbinden. So, hier würde ich aber, glaube ich, gerne das Große nehmen, wenn es denn passt. Ja, das ist das Problem. Es würde vermutlich passen, wenn wir es so irgendwie machen. Es ist aber auch ein Riesending. Also diese Fabrikverbindungen sind eigentlich komplett stussig, weil wir eh LKWs haben, die das da runterholen. Warum fahren die eigentlich immer hin und her? Also es wird ja gar nichts weggenommen. Das ist eine Schwachsinnsaktion irgendwie hier. Hier stimmt... Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten dieses System hier verändern und anpassen an das andere System. Aber das machen wir, glaube ich, nicht jetzt. Jetzt bauen wir erstmal tatsächlich diesen Bauernhof zu Ende. Aber das habe ich, das gefällt mir nicht, was da gerade passiert. Das ist irgendwie so eine Schildbürgeraktion, die da stattfindet. Das will ich nicht befördern. So, kriegen wir das jetzt hier rein? Da oben ist das zu hoch, ne?
Ja, da müssen wir vielleicht noch mal selber terraformen. Vermutlich aus der Mitte. Ich mache das mal hier an. Ja, ich mache das mal lieber an. Naja, da haben wir so eine Ebene geschaffen. Ja gut, hilft nichts. Müssen wir ran da. Das können wir aber auch selber machen. Gehen wir mal hier unten aus der Mitte weg. Hier müssen wir es wohl ein bisschen höher machen. Ah, die Straßenzufahrt wird dann noch ein Problem werden. Eieiei. Das ist ein ganz schön radikaler Eingriff jetzt gerade. Der Höhenunterschied war mir gar nicht so bewusst. Reicht das manchmal schon? Probieren wir es aus. Ah. Wo hakt es jetzt? An welcher Stelle da? Also da ist es gelb schon mal. Aber will nicht. Benötigt flaches Gelände. Ja, aber wo? Genau. Ich sehe eigentlich immer nur grüne Punkte. Da oben links sehe ich keine grünen Punkte. Hier. Oh, das kann ja nicht wahr sein. Da oben, die Ecke. Das könnte ein Problem werden wegen der Masten, ne? Ja, da kommen wir nicht mehr weiter ran. Und deswegen verweigert er sich auch, weil er selber nicht das transformieren kann. Ja, ich verstehe. Passt auf, dann machen wir mal Folgendes. Dann werden wir das nochmal wegnehmen. Halt, nee. Hier. Nein. Und machen einen kleinen Umweg. Das ist ja kein Problem. Da zahlen wir mit Rubel. Gehen einmal hier rüber. Und gehen einmal da vorbei. Und nehmen noch die Straße ein bisschen zurück. Und jetzt reicht es vielleicht schon, dass er das selber machen kann. Jawohl. Okay, das geht. Ja, und die Industrieverbindung, die da hinten, das sieht zwar nett aus, ist aber Quatsch. Deswegen baue ich sie auch nicht. So. Platzieren wir das. Und dann brauchen wir eine Straße, die hier runter geht. Ich mache erstmal eine. Ja, es kann sein, dass wir später noch zum anderen Ergebnis kommen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Aber ich ziehe das jetzt erstmal hier ran, damit die Ernte nicht gefährdet wird. Das ist noch ein Themenkomplex, dem müssen wir uns dann nochmal widmen. Wie wir das hier mit den Silos machen, weil dieses Hin- und Hergefahre, das darf nicht so weitergehen. Gut. Liebe Leute, während das hier. Ach, kommt. Wir warten nochmal, bis das zu Ende ist. Das sollten wir jetzt noch mitnehmen und die Gebäude entsprechend bauen. Okay. Beziehungsweise die Autos kaufen, wollte ich sagen. Nehmen wir ein mehr. 7, 5, 6, 7. Und dann Autosearch müssten wir eigentlich hier machen können. Findet er das? Müsste er eigentlich finden, ne? Im Moment noch nicht. Es sind keine Felder zugeordnet. Vielleicht einmal an und einmal aus. Ja, jetzt hat er es gefunden. Sehr gut. So, und dann müssen wir auch Treibstoff dahin liefern. Und dafür haben wir das hier. Genau. Prima. Und das wird das beliefern. Und dann haben wir zumindest diese neuen LPG-Gebäude überall platziert. Und das nächste Mal bauen wir hier nochmal um, weil so kann es leider nicht bleiben. Das habe ich irgendwie gedacht. Das könnte man irgendwie gut machen. Das ist hier natürlich auch noch nicht fertig. Aber das hier scheint mir die perfekte Methode zu sein, die wir gewählt haben. Hier, um das ganze Ding zu managen. Und so ähnlich werde ich das dort dann auch bauen. Gut, soweit erstmal für den Auftakt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwall.